Wir kommen heute Abend noch zu einem neuen Clicker-Game. Insanity Clicker habe ich heute bei Steam entdeckt. Auch ein Free-to-Play Idle Game. Dieses Mal nicht mit dem klassisch bunten Comic-Look, sondern eher ein bisschen Dark-Style-Horror-mäßig angelegt. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze spielt, was man so anstellen kann. Und ja, schauen wir mal gemeinsam rein. So, das ist jetzt aktuell nach dem Ladebildschirm der erste Teil, der mich begrüßt. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen was in den Settings einstellen kann. Okay, mal in die Musik reinhören. Okay, Sound. Ja, ich lasse es mal einen Moment an, mal gucken, wie sich das insgesamt... Peace, Knocking, Physik, Short Damage Dealt und... Okay, Musik aus. Das ist jetzt bei der Aufnahme doch ein bisschen störend. Und okay, Idle Mode Activated. Ah, okay, das ist dann wahrscheinlich einfach schon das erste Monster und ich sollte mal was machen. Ah, okay. Ein Zahn. Okay, Zahn ist anscheinend die Währung. Here you can see collected teeth. A unit need... Until next Amnesia. Okay. Equip your equipment. Welches Equipment? Naja. Nackedei. Nix. Noch nichts gefunden. Okay. Your appearance. Kann ich mir einen Namen geben? Ah, jetzt kann ich auch. So im Fullscreen ist es auf jeden Fall besser. Klick 10 times Errungenschaft. Aber hier drin kann ich nichts machen. Okay, dann zurück. Okay. Aber ich kann den Sound nicht anpassen. Also in der Lautstärke jedenfalls nicht. Okay, ist schade, dass das, dass die Bilder mit dem Rahmen dann dargestellt werden, wenn es im Vollbild ist. Mal gucken. Aber ich kann auch kein Vollbild wechseln, sondern nur das Fenster vergrößern, dass es zumindest dann nicht so quer gezogen wird. You can see select kit and the next image. Was ist alles passiert? To fully immerse yourself in this wonderful world, enable full screen mode. Ja, wenn ich das könnte. Ah. Okay, selbst sowas wird nach und nach freigeschaltet. Ja, das sieht schon besser aus. Automatic progress. You pass level after level with little tasks. It seems that you are unstoppable until another boss kissed you goodbye. Okay. Shop. You can buy boots in the top. Zähne sind es nicht. Was ist das für ein Zeug? Premium-Währung. Okay. Die Kristalle sind Premium-Währung. Mal gucken, ob ich die auch im Spiel irgendwie gewinnen kann. Auf jeden Fall nützt mir das ganze Zeug hier dann also nichts. Also Idle Mode activated. Enhance 3 Render Minions. Von Amnesia. Was auch immer das macht. Ein Backpack. Double Damage und 3 Tage Vorspulen. Asylum Bad. Okay, das hier sind dann. Julian war 2, 1, 2. Und das noch nicht freigeschaltet. Okay, hier kann ich jetzt für Zähne, kann ich mir jetzt meine Partner kaufen. Also die unterstützen mich dann. Achievements. Also ein paar Achievements habe ich schon. Das waren die Clicker Achievements. 12 Mal pro Sekunde, 14 Mal pro Sekunde, 25 Mal pro Sekunde. 20 war bisher das höchste und 35 Mal pro Sekunde. Naja, das wird sich schnell erledigen lassen. Hier sind die Klickeranzahl, Finish Level 10.
alles DPS, Reward Won Sin, was auch immer Sin ist. Okay, Collect and Keep, 5 hoch, 500.000 Zähne. Idle Mode Activated, so Statistiken, DPS 0, Zähne 12, Rituale bisher 0, Damage per Klick 7, Maximal Critic, Total Klicks, Zähne, Pets Level Up 2, gleich 0 Sins. Ah, Sins sind also sowas wie die Premium oder beziehungsweise die Boost-Elemente. Das heißt, damit wahrscheinlich meine Kräfte verstärkt werden und ich mehr DPS oder irgendwas machen kann. Also mal gucken, wann die ersten Sins auftauchen. Wahrscheinlich in irgendeinem Monster-Boss. Also 2 von 93 habe ich aktuell. So, 2. Okay, 10 von 10. Okay, jetzt geht mir der Zaun schon ein bisschen auf den Keks. So, mach mal ohne Sound weiter. Es ist schon etwas entspannter. So, also die Settings, da war jetzt nichts sinnvoll einzustellen und den Fullscreen habe ich enabled. You can buy Boost in the Shop. Okay, das ist nur das Shop-Ding, es ist noch nichts Neues passiert. Das heißt, hier werden die Level nicht automatisch, es geht nicht automatisch einen Schritt weiter. Auf jeden Fall kommt er ganz gut zurecht mit dem Dauerklick. Okay, nächster Floor unlocked. Was für eine Sauerei. Okay, Blade Damage. Wie kann ich denn eigentlich meine Blades mal ein bisschen... Ich habe noch nichts gefunden, was ich irgendwie ausrüsten kann. Na schön. Kann ich das eigentlich noch irgendwas ändern? Ich würde ja ganz gerne meinen Namen vergeben, aber das ist noch nicht möglich. Oh, ich kann jetzt eine Schlange noch dazu holen. Das ist eigentlich das hier. Increased Damage per Click made by this Minon by 100% required. Ah, Level 10. Okay, dazu brauche ich noch eine. Gut, 500 Mal geklickt. Das heißt, ein neues Achievement. Nee, noch nicht. Ah, okay. Das heißt, die Steam Achievements scheinen unterschiedlich zu sein zu den Achievements, die hier im Spiel sind. Weil da habe ich aktuell eine andere Meldung bekommen. Aber hier scheint es erst bei 1000 Klicks ein Achievement zu geben. So, dann mal wieder ein bisschen beschleunigen. 25 pro Sekunde erreicht. Dann machen wir jetzt mal die 35 voll. Okay, Floor unlocked. Achievement unlocked, 1000 mal geklickt. Boss Pit Slave. Ah, okay, da habe ich dann den Timer von, waren das 30 Sekunden, um den zu killen. Und ein neues Level, Diabolik Pentagramm. Habe ich eigentlich irgendwo eine Art Lebensbalken? Bisher habe ich hier zumindest noch nichts befinden und... Also ich habe keine Lebenspunkte oder irgendwas. Hm. Dann kann ich ja zumindest nicht verletzt werden und nicht sterben. Okay, das war bei den anderen Clicker-Games auch normalerweise nicht der Fall, dass man sterben kann. Nur, dass man dann im Level aber zumindest zurückfällt, das ist soweit eigentlich schon. Okay, der nächste Floor ist unlocked. Bridisilla.
so mal die die Fledermaus aufs Level 10 bringen und deren Damage vergrößern. Gut, dann klassisch 25. Die Monster angenehmer anschauen kann man auf jeden Fall, wenn das nur geeinelt wird und man nicht selber dort draufklickt, kann ich das eigentlich ein bisschen abstellen. Schau Special Effects. Okay. Ja. Das ist doch schon angenehmer. Dann kann ich mir wenigstens die Monster in Ruhe angucken. Dann muss ich mir jetzt nur noch... Schau, Damage Dealt ist dann auch nicht so spannend, weil ich sehe ja letztlich unten, wie weit die Lebenspunkte abnehmen. Und ja, dann kann ich es einfach so laufen lassen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt noch die Physik abstelle. Dann fallen die Zähne einfach nur runter. Ja, das sieht hässlich aus, das sieht nicht so schön aus. Also, lieber physikalisch fallende Zähne. Also inzwischen hat ein Zahn, also nicht nur ein Zahn, sondern gleich mehrere Werte. So, nächstes Level. Wieso kann ich hier eigentlich nicht automatisch vorwärts springen? Wäre doch viel einfacher. So, das Illness ist nichts da. So, was ist jetzt das nächste Ziel, was ich hier irgendwie anstellen könnte? So, kann ich auch gleich 10 Level auf einmal kaufen. Ja, auf jeden Fall nehmen die Kosten erheblich zu. Noch bis Level 25 für die Fledermaus. Und dann werde ich nochmal den Ton einschalten. Mal gucken, ob die Fledermaus als solches irgendeinen Ton von sich gibt, wenn man die auflevelt. So, Settings. Gib mal den Sound wieder dazu. Level up. Mix. Okay, die rauschen in Zähne. Die Files. Das soll eine Chest sein. Naja, auf jeden Fall mit Kröte, Viecher, es ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es noch ein bisschen mehr Abwechslung gibt, als nur letztlich den anderen Grafikstil. Okay, Ton wieder aus. Also. Ah, mein erster Skill. Ha, eine Skillleiste. Automatic-Click, okay, so klassisch. Dann Increase DPS bei 100%, okay, ist ziemlich ähnlich wie bei Clicker Heroes. Increase Critical Strike Chance, okay, mehr Geld sozusagen, mehr Zähne. Jeder Klick gibt 1% Zähne garantiert, also sozusagen Klick und Geld pro Monster, dann... Ah, okay, dauerhafte Steigerung der DPS, zumindest bis zur neuen Geburt. Die Jellyfish. Ah, hier stehen auch die Heroes dabei. Scorpions, Yandev. Dann Increase DPS bei 200%, Doubles Next Skill Effect und dann die Stunde zurücksetzen wahrscheinlich. Bei One Decrease Cooldown Time. Ja. Also das klingt sehr identisch zu Clicker Heroes. Da ist leider nicht wirklich so was Eigenes was dabei. Hoffen mal, dass es vielleicht bei den anderen Sachen da noch ein paar spannende sind. Mal gucken. Dann gucken wir mal nochmal die Achievements durch. Also gut, das eine ist sozusagen das Geld sammeln. Einmal allgemein, Collect and Keep. Das andere... insgesamt über die gesamte Spielzeit. So, Zähne, 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 Playtime, dann Minon Levels, Minon Levels, Minon Levels, Minon Skills, Breach DPS, genau,
was bei 200 Millionen Skills, nicht 200 Millionen Skills. Okay, also 10.000 DPS bis 10, ja, was auch immer, also 10 hoch 55 DPS oder 1 hoch 55 DPS. Dann das Klick pro Sekunde, das habe ich schon größtenteils geschafft. Dann 10 Critical Hits pro Sekunde. Klick 10.000, 50.000 Mal. Und ja, Finish Level 10. Okay, da müssten wir ja jetzt auch gleich durch sein. Floor unlocked. So, Level 10 gefinished. Floor unlocked, Achievement unlocked. Ja, Pet unlocked Lilith. So, Minons. Lilith ist jetzt das erste menschenähnliche Minon. Mal gucken. So, die Cobra mal noch auf Level 10 bringen. So, den Scorpion noch dazu. Den Sundev. Einfach mal, um die DPS pro Sekunde mal noch ein bisschen hochzubringen. Und meine Blade Damage ist aktuell bei 55. So, mal ein bisschen flotter machen. Okay, Floor unlocked. Ach, das ist Automatic Progress. Okay. Ich dachte, das sind irgendwelche Videos angucken, aber stimmt, da stand was von mit Automatic Progress, aber das ist nicht eingeschaltet, deswegen läuft es nicht. Also, wenn es grün ist, und deswegen, wie war das? It seems that you are unstoppable until another boss kiss you goodbye. Ah, okay, das heißt, wenn ich einen anderen Boss zumindest nicht rechtzeitig killen kann, dann werde ich natürlich wieder gestoppt und zurückgesetzt. Soweit, so klassisch, alles klar. So, der nächste Sundev habe ich schon. Current Level 79 DPS, 37% und Next 157. Ah, da stehen jetzt auch die Hold DPS dazu. Increase Damage. Naja, dann mal zu. Okay, den habe ich jetzt schon auf. Wie viel bekomme ich denn jetzt in einem Level? So 200 waren das jetzt. 170, 260. Ja, also knapp 200. Ja, mal wieder ein bisschen beschleunigen. Damit es natürlich hier noch etwas rasanter vorwärts geht. Und die Achievements noch ein bisschen weiter studieren. Also mit den Klicks war ich soweit. Hier waren die Finish Level. Genau, hier habe ich jetzt ein DPS-Prozent dazu bekommen, Finish Level 10, Finish Level 1200, 2200, 2800 ist das höchste aktuell, zumindest was hier in den Achievements belohnt wird. Dann Suffers through Amnesia One Time, also das ist dann das Rebirth und das Rebirth bis 100 bis 250 Mal. Dafür kriege ich dann Click-Damage von 250.000. Ey, die sieht doch mal ganz süß aus. Die nicht. Okay, so. Kill 100 Monster. Kill 10.000 Monster. Wobei 10.000 sind hoch 3, 5, ja doch 10.000. Und das ist dann 1 Million hoch 6. Und 1,5 Millionen. So, dann nochmal Bosse killen. Kill eine 100.000 Bosse. Kill Superboss 1 on Level 100. Oh, den schaffe ich jetzt aber nicht mehr. Boss Oscar Gray. Achievement unlocked. Klick 35 Mal pro Sekunde. Juhu! Okay, das bedeutet noch etwas mehr aufleveln.
Lilith, 273 DPS. Ist auch alles noch ein bisschen zu wenig. Mal gucken, 10 Level kosten 1900. Oh, eine süße kleine blutrünstige Fledermaus. Klick 5000 Mal. Also die Achievements scheinen sehr unterschiedlich zu den Steam Achievements zu sein. Aber soll ja jetzt auch nicht weiter stören. Dann stehen halt in Steam die etwas früher als erfolgreich abgeschlossen gegenüber dem, was hier im Spiel abgeschlossen wird. Jetzt ist natürlich noch die Frage Illnesses. Ah, das sind wahrscheinlich dann, so wie ich mir nachher Fähigkeiten ja zum Beispiel bei Clicker Heroes mit Hero Souls kaufen kann, ist es hier wahrscheinlich, dass die Illnesses erst aktiviert werden, wenn ich meinen ersten Restart habe und entsprechend bei Boss 100 meine ersten, ja, was waren das? Amnesia-Punkte irgendwie bekomme. Wobei Amnesia doch eigentlich Amnesie heißt. Das heißt, ja gut, ich vergesse dann etwas, und aber innerhalb des Vergessens kann ich trotzdem meine Fähigkeiten vorher verbessern, bevor ich in die nächste Runde starte. Naja, es muss ja nicht alles besonders logisch sein. Hauptsache, es spielt sich ganz lustig. Und mehr als so ein bisschen kurzweilige Unterhaltung ist ja bei so einem Clicker-Game jetzt auch nicht unbedingt erforderlich. Also wo waren wir hier? Wir waren bei den Super-Kill-Super-Bosse. Also an Level 100, 200, 3, 4, 5, 6. Kill-Boss 1000. Ja. Und öffnet 1000... Nee, 10.000 Kisten. Okay, also zwei Kisten hatte ich schon. Diese komischen, diese Monsterhaufen oder was auch immer das war. Und ja, da stehen mir noch einige 9.998 solche Kisten bevor. Naja, nur zu. Schauen wir mal, dass es hier alles noch ein bisschen schneller geht. So, 500 DPS pro Sekunde. Aber meine DPS kriege ich hier irgendwie noch nicht hochgeschaukelt. Increased Damage per Click made by Disminon. Ja, aber nur bei Disminon. Moment mal, wieso eigentlich? Weil entweder per Click oder bei Disminon. Increased Damage by Cobra. Increased Damage per Click made by Disminon. Ah, meine Bat ist wahrscheinlich mein Click-Damage. Ja, super. Okay, alles klar. Das heißt, die Fledermaus stellt sozusagen die Damage dar, die ich selber mache. Natürlich, klar, das erste Monster ist immer das zum Klicken. Und die anderen Monster sind nur die DPS. Alles logisch. Tja, da hat mich glatt der Aufbau ein bisschen ein Konzept gebracht, weil ich dachte ja hier irgendwie mal gucken, wann ich hier irgendwas finde und ob das in den Schatzkisten dann zu finden ist. Ich hoffe es mal. So, dann probiere ich jetzt nochmal erst nochmal ein bisschen hier die Level hochzubringen. Okay, 4000, das passt jetzt. So, Increased Damage per Click made by Disminon, nochmal 1000 benötigt, und dann versuche ich gleich mal wieder den nächsten. Hey, da ist ein neues Ding aufgetaucht. 1, 2, 3, Large Number Display System. Ah ja. Ah, das sind diese komischen Dollar und sonst irgendwas. Number System. Interessant. Bin ja mal gespannt, was hier noch so alles auftaucht. Nicht alle Monster sehen unglaublich hässlich aus. Okay, das wollte ich noch dazu kaufen, und auf geht's. 20 Sekunden, aber das sieht gut aus. Jetzt hat er schon hoch 4, also 73.000. Okay, dann kann ich ja jetzt automatisch weitermachen und ins nächste Level wechseln. Terrorhändler.
Carburetor, Misala. Ah, die Fledermaus kenne ich schon. Mhm. 8, 9, 10. Also ich kenne anscheinend nicht genug Horrorfilme, um da irgendetwas zuordnen zu können. Aber vielleicht sind die auch tatsächlich einfach so kreiert, ohne dass sie Anspruch haben, aus irgendeinem bestimmten Horrorfilm zu kommen oder Wiedererkennungswert zu haben. Eine Jester's Chest. Ja klar, den kann ich jetzt noch nicht engagieren. Aber 4000 DPS würde der bringen. Aktuell habe ich gerade mal 1400. Okay, das ist dann noch hier der Autoklicker. Das ist bei Scorpion. Der hier schaltet mir das irgendwann frei. So, mal gucken, wo ich jetzt hier noch die nächsten Upgrades kaufen kann. Weil das dauert dann 25. Aber letztlich, naja, jetzt hat er doch schon wieder 30 DPS, 30% vom Gesamt-DPS. Ja, da haben wir dann mal schauen, wie viele auch hier als Maximum-Level oder beziehungsweise als maximale Fähigkeiten, ob das dann immer die 10 und dann 25, 50, 75 und so weiter, ob es sozusagen so klassisch ist oder ob es hier auch wieder Ausnahmen gibt. So, den Scorpion kann ich dann auch bis Level 25 bringen. Und schon mal... Interessant, kann ich die Level nur nacheinander kaufen? Nee. Achso, es ist zu teuer, deswegen nicht. Dann ist auch noch das Schloss davor. Okay, jetzt kann ich das auch dazu kaufen. Aber auch soweit... Das ist noch ziemlich normal. Hier bekomme ich jetzt die Fähigkeit. Nee, ist noch nicht die Fähigkeit. Die kommt hier erst später. So, dann hier Level 10 und die Fähigkeit braucht 10.000. Boah. Was war das jetzt? Das war wieder eine Chest. Ja, da ist schon wieder eine Kiste. Also ich würde nie drauf kommen, dass das eine Kiste sein soll. Hanna H. und Meo. Okay. Ja, damit lohnt sich das natürlich auch schon ziemlich. Kann ich davon gleich 10 kaufen? Ne, 10 kriege ich nicht zusammen. Dann erstmal Lilis. Kann ich mir die irgendwie größer angucken? Wird mal sehen, wie die insgesamt aussieht. Aber leider kann ich mir da keine Bilder von angucken. Idle Mode activated. Bringt der Idle Mode jetzt irgendwie schon irgendwelche Boni? Monster gekillt, Boss gekillt, Kisten geöffnet. Time from Last Amnesia. 29. 29 Minuten. Sind wir schon bei einer halben Stunde? Hui. Ja, da sind wir jetzt schon eine halbe Stunde. Und dann würde ich auch sagen, das reicht für den Anfang. Ja, für den ersten Eindruck. Es ist ja sehr klassisch und mal was anderes, zumindest was den niedlichen Spiel-Look angeht, von wegen irgendwie Comic-Style und alles nette mit Monster. Ist das Ganze hier doch eben etwas blutiger, aber naja, vielleicht für den einen oder anderen mal eine interessante Abwechslung, das auszuprobieren. Und ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten und das eine oder andere noch dort spielen und mal gucken, was dann auch hier die Fähigkeiten sind, die ich letztlich mit den Illnesses dort freischalten kann. Also... Bis demnächst wieder, wenn ihr bei dem Spiel nicht verrückt geworden seid. Also macht's gut. Tschüss.